Was ist denn das denn? Was geht ab, ihr lieben Menschen da draußen? Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Vin Lee und willkommen auf meinem Kanal. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und wenn ihr schon Teil der Community seid, dann aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ich habe letztens in den Kommentaren gelesen, dass mein Zimmer ein bisschen unordentlich ist. Und das kann ich natürlich nicht auf mich sitzen lassen. Deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal hier alles sauber, beziehungsweise bereinigen wir das Problem. Ja gut, so schlimm sieht's doch auch nicht aus, oder? Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Ihr fragt euch jetzt bestimmt so, hey, warum hast du so viele scheiß Sachen hier, beziehungsweise warum ist es so unordentlich? Das sind alles die Sachen von meinem Bruder, der ja ausgezogen ist, nicht mehr hier wohnt. Belagern wir jetzt nicht mein Zimmer. Oh, buhu! So viel Scheiße und... Hab ich den Kanister von der... Oh, Benzin, richtig nice. Freunde, also die Hälfte ist jetzt weg und... What the fuck? Was ist denn das denn? Oi, Ming, mein Dicker, da, ja, warte. Was soll? Hä? Was ist das? Ich dir so oft gesagt, ja, hier, mach die Tür zu, ja. Sau, ja. Dieser Bug, ich ihm so oft gesagt, ja. Er lernen, ja. Aber sau, er nicht mal aufgemacht, dann doch immer in Verpackung, ja. Diese Sunge einfach dumm und hässlich, ja. So, das mag hier, ja. Diese, was ist das, hier? Warum wir trinken diese, ja? Die sind einfach schmutzig und dumm, ja. Ich sind so oft gesagt, meh, getan, lien, nein, meh. So, ne, genau, die, meh. Komm mit so, gesiegt, getan, ja, ne, nirgendwo, ne. Diese dumme Sunge, ja. Hier, meine Stift, ja. Immer hier, ich habe gesagt, ja, ich brauche das, um dich zu schlagen, ja. Diese dumme Sunge, so wie schmutzig hier alles ist, meh. Die, meh, getan, ne, taubau, meh, so, meh. So, ne, genau, ne, die, meh. Komm mit so, lien, meh, neue Mailen, so, meh. Alter, Papa, ich hab doch gesagt, man. Wo ist die, hä? Scheiß, komm, was? Was kann man da hin? Ja. Alter, Mann, da kann man einmal nicht in Ruhe sein Zimmer aufräumen. Alles hier in Trümmern und 50 Euro. Nice. Kennt ihr das einfach, wenn ihr so krass broke seid, so krass pleite seid und dann plötzlich Geld in eure Hosentasche, Jackentasche irgendwie wo findet und dann ist es besser als Weihnachten. Ohne Witz, Leute. Oh ja, ist echtes Geld sogar. Ja, Mann, es kann losgehen. Stop it. Get some help. Freunde, ich hab's endlich geschafft. Und zwar, alles ist weg. Das sind noch ein paar Sachen von meinem Bruder, die bringe ich ihm später. Hier habe ich jetzt meine ganzen Rucksäcke deponiert. Ja, frag mich nicht, warum ich so viele Rucksäcke habe. Ich weiß es nicht. Und hier meine Cappy-Sammlung. Und eins muss ich euch noch zeigen. Das war mein Hollywood- bzw. Halloween-Outfit. Seht ihr? Ich bin als Ghostbuster gegangen. Hier sieht man noch schön das Markenzeichen. Aber ich muss euch noch eins sagen, leider muss ich das jetzt wegschmeißen. Es halt komplett zerfetzt ist. Ich meine, schaut euch das mal an, wie kaputt es ist und hier. Ja. Aber ich sage euch eins, wenn es wieder Halloween ist, ja, werde ich als krasser Geisterjäger rumlaufen, den es je gab, ja. Und zwar, jetzt müssen wir jetzt noch den Pfand wegbringen. Ihr seht ihn. Schreibt doch mal gerne unten in die Kommentare, wie viel es ungefähr sein wird. Und dann hat sich meine Kamera gedacht, so hey, die Speicherkarte hängt sich auf, deswegen lösche ich einfach die restlichen Aufnahmen. Und leider sind sie jetzt kaputt gegangen, beziehungsweise ich konnte sie leider nicht mehr retten. Und ja, ihr seht hier mein Zimmer, es ist fertig aufgeräumt. Schreibt mir doch gerne unten in die Kommentare, was ich denn hier so alles hinmachen soll. Eine Couch oder was weiß ich, ein Fernseher oder alles mögliche. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ja, wenn ihr es verpassen wollt, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und wenn ihr schon Teil der Community seid und nichts verpassen wollt, weil diese Abo-Box von YouTube spinnt ja meistens, dann aktiviert einfach die Glocke. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke, dass ihr bis hierher geschaut habt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.